Uwe Krüger ist Medienwissenschaftler. Er unterrichtet hier an der Uni Leipzig und forscht zu diesem Gebiet. Er hat also mehrere Bücher und Artikel verfasst zum Thema, wie sind führende Journalisten der Bundesrepublik mit den normalen Geschäftsstellen von NATO und Politik verbunden, in welchen Gremien treffen die sich. Er hat das mit so einer Art Muster gemacht, das ist sehr interessant. Da laufen also von jedem wichtigen Journalisten in Deutschland 10 Verbindungen zu anderen Journalisten, zur NATO, zu irgendwelchen kleinen Gruppen und Kreisen, die sich immer wieder treffen. Und dort wird die Meinung gemacht nach dem Motto, du gibst mir die Information und dafür schreibe ich, was euch nützlich ist. Grundsätzliche alternative Position zur NATO oder zur Regierungspolitik gibt es nicht, und wenn es die nicht gibt bei den entsprechenden Verantwortlichen, werden sie natürlich auch nicht verbreitet. Was verbreitet wird in den Medien, ist dagegen diese ganzen Verlautbarungen, zum Beispiel von Herrn Gauck, von Frau von der Leyen, die anfingen mit Verantwortung und so weiter zu faseln oder von Verantwortung zu faseln. Und das wird mittlerweile übernommen von Herrn Steinmeier und ist also bei dem kleinen Regierungspartner angekommen. Und jetzt redet die SPD den gleichen Schwachsinn wie die CDU vor einem halben Jahr. Woher kommt das alles? Es ist alles im Prinzip abgeschrieben. Sämtliche Reden und sämtliche Verlautbarungen der Bundesregierung kommen nicht von denen selbst, sondern sind abgeschrieben von einer Institution, die nennt sich German Marshall Fund. Also ein Treff von Deutschen und amerikanischen, US-amerikanischen Spitzenkräften, die sich zweimal im Jahr darüber einig wären, was man dem Volk denn nun so erzählt. Das macht sich nicht an mehr Leuten fest als an 50. Unter anderem sind dabei bedeutende Politikwissenschaftler, die dann auch immer wieder als Experten natürlich zitiert werden, Wirtschaftsleute und eben genau die angesprochenen Redakteure der FAZ, in dem Fall Nicolas Busse oder von Die Zeit, Jochen Bittner. Die geben die Reden von Gauck im Original wieder und bestimmen so die Meinungsmache. Besonders schlimm ist die Welt da vertreten. Die ist also streng auf dem Kurs derer, die die herrschende Meinung vertreten. Und das ist die Meinung der Herrschenden und nicht etwa die, die die meisten Leute glauben. Der Herausgeber oder Mitherausgeber der Zeit, Josef Joffe, ist gut in transatlantischen Netzwerken unterwegs und tut sich da besonders gut hervor. Der ehemalige Leiter des Zeitbüro in der US-Hauptstadt Washington ist mitverfasser dieser Studie, auf dem die ganzen Verlautbarungen nämlich fundieren, die heißt Neue Macht, neue Verantwortung. Ja, und das sind genau die Originalzitate, die dann eben von Gauck oder von der Leyen kommen. Der war zu Beginn dieser Studie, als die angefangen wurde, noch der Direktor dieses Marshall Funds. Jetzt ist er Chefberater und Redenschreiber für den Bundespräsidenten. Und daher kommen dann eben die offiziell umgesetzten Sachen. Journalisten sollten eigentlich bei politischen Prozessen nicht mitwirken, sondern diese nur kommentieren, und zwar eigentlich kritisch, sonst verlieren sie ihre Unabhängigkeit. Mittlerweile besteht eine Kluft zwischen dieser kleinen Gruppe von Leuten, diesen 50 oder wegen mir auch 60, die also aushandeln und die man allgemein zusammenfasst unter dem Begriff Atlantikbrücke. Das ist also ein weiteres Netzwerk, wo die sich treffen. Auf der einen Seite führende US-Amerikaner, auf der anderen Seite die Elite Deutschlands, wie immer sie dazu kommen, Elite zu werden. Und der Bevölkerung andererseits, das ist ja jedem klar, der hier steht, und es ist auch 70% der Bevölkerung klar, dass eben in den Medien nicht mehr die Informationen kriegen, die sie eigentlich wollen. Wobei 70% von denen, die es noch interessiert. Der Rest hat es ja schon aufgegeben. Besonders gut nachvollziehen kann man diesen ganzen Zusammenhang zwischen Politik und Medienmache am Beispiel des Ukraine-Konfliktes. Das hatten wir ja schon mehrmals als Thema. Da werden eben genau die offiziellen NATO-Verlautbarungen übernommen. Putin ist der Bösewicht. Die ukrainische Regierung ist jetzt nun endlich per Wahl bestätigt. Der Präsident auch. Das sind die Guten.
Und zwischen Schwarz und Weiß gibt es keine Teilung. Wenn irgendwas Schlimmes passiert, waren das immer Separatisten, Rebellen, Aufständige, von Russland unterstützte Kräfte oder sogar russische Soldaten. Wenn irgendwas mal funktionieren sollte, waren es garantiert die ukrainische Regierung. Worum es wirklich geht, wird aber auch aufgezeigt, nur eben nicht von unseren Medien, sondern in den eigenen Papieren, zum Beispiel der NATO. In denen wird klar gesagt, wir wollen ein Gürtel vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer. Also eine Landverbindung vom Baltikum, den neuen NATO-Staaten Lettland, Estland und Litauen, bis eben runter zum Schwarzen Meer und über das Schwarze Meer weiter ins Kaspische Becken, denn dort gibt es das Öl und dort gibt es das Gas und da will die NATO ran, da wollen die USA ran, da will die EU ran. Und das geben sie in ihren Papieren auch offen zu, bloß die drucken sie halt nicht aus. Die ganzen Leitmedien ignorieren diese Papiere, sondern schreiben eben nur das, was offiziell verbraucht wird, und zwar in möglichst reißerischen Schlagzeilen. Ja, da haben wir also zum Thema Putin und Ukraine-Konflikt. Der Tagesspiegel, der hat getitelt »Genug gesprochen«. So nach dem Motto, jetzt wird es also Zeit, dass wir den Putin auch mit militärischen Mitteln in die Schranken verweisen. Die Frankfurter Allgemeine spricht von Stärke zeigen. Die Süddeutsche Zeitung, das war mal so vor ein paar Jahren ein linksliberales Blatt, die Zeiten sind also endgültig vorbei. Jetzt oder nie, im Zusammenhang mit der Ukraine. Und der Spiegel spricht von einem endlich angebrochenen Ende der Feigheit. Und Putins Gespinst aus Lügen, Propaganda und Täuschung ist aufgeflogen. Die Trümmer der MH17 sind auch die Trümmer der Diplomaten. Das war allerdings vor einigen Wochen. Mittlerweile sind sie da sehr, sehr viel vorsichtiger geworden. Andere Journalisten, die also nicht mit zu diesen Kreisen und Klüngeln gehören, obwohl sie auch eher nicht unbedingt unsere Freunde sind und auch vielleicht einer ordentlichen Berichterstattung nicht aufgeschlossen gegenübertreten, die wurmt das natürlich, die meinen dann, das Meinungsspektrum in deutschen Medien wurde auf Schießschadengröße reduziert. Blätter, von denen wir eben noch dachten, sie befänden sich im Wettbewerb der Gedanken und Ideen, gehen in Gleichschritt auf Russlands Präsidenten los. Und das steht nicht etwa in der Jungen Welt, sondern im Handelsblatt. Da staunt man da nur. Ja, was können wir nun tun gegen sowas, gegen so einen Mainstream? Ein paar Vorschläge oder Überlegungen eben von Gerhard zu dieser ganzen Problematik. Ja, wir müssen das machen, was wir hier tun. Wir müssen informieren, wir müssen aufklären. Wir müssen unsere Meinung, unser Wissen weitergeben, egal wo, egal wie, ob das ein persönliches Gespräch ist, ob das hier ist am offenen Mikrofon, ob das hier ist beim Redebeitrag. Es muss ständig gesagt werden und dann setzt sich vielleicht auch irgendwo fest. Und wir müssen natürlich die Verantwortlichen unter Druck setzen. Das heißt, wir müssen aufklären darüber, wie wenig Leute hier die Meinung in Deutschland bestimmen und woher die sich kennen und wo sie sich treffen. Das wird ja seit Jahren gemacht, wenn es zum Beispiel ums Wirtschaftsforum in Davos geht. Da ist der Widerstand groß, aber es wird eben nicht gemacht, wenn es um solche kleinen Kreise geht, die sich regelmäßig treffen und ihre Sachen einfach absprechen. Der nächste Termin für uns alle wäre vielleicht Anfang Februar 2015. Dort findet wieder in München die Sicherheitskonferenz statt. Und es soll diesmal im Rahmen des Friedenswinters 2014-15 eine größere Mobilisierung nach München geben, um eben darauf aufmerksam zu machen, da treffen sich die sogenannten Mächtigen und Meinungsmacher und die Politiker und die Wirtschaftsbosse und die Militärs und dort bereden sie, wie im nächsten Jahr und wo im nächsten Jahr Krieg geführt wird. Das konnte man fast exemplarisch an der Ukraine nachvollziehen. Anfang Februar trafen sich dort zum Beispiel ein Herr Klitschko mit führenden Militärs der NATO, mit führenden Politikern der USA und der EU. Und keine drei Wochen später ging die sogenannte Revolution auf dem Maidan los und damit der Ursprung dieser ganzen Geschichte.
Da braucht keiner zu erzählen, das ist eine Verschwörungstheorie. Das kann man wirklich minutiös nachverfolgen, wie schnell die Ideen aus München in der Ukraine umgesetzt wurden. Und wir müssen auch die Journalisten unter Druck setzen, sei es mit Leserbriefen oder wie auch immer, die Zeitung unter Druck setzen, wirklich die Wahrheit zu schreiben. Letzte Woche war der Vorschlag, die GEZ-Gebühr zu verweigern. Ja, wenn man es gern machen möchte, kann man das sicherlich auch, aber ist ein langer und umständlicher Weg. Und letztendlich steht der Gerichtsvollzieher vor der Tür und ihr werdet in Beugehaft genommen, im schlimmsten Fall, wenn er keine GEZ-Gebühr zahlt. Weil das ist eine Zwangsabgabe, die muss geleistet werden. Ja, man kann die wenigen freien Journalisten, die freien Blogger unterstützen, auf die man sich verlassen kann, wo man weiß, dass sie eben die Wahrheit erzählen und die Meinung ungeschminkt rüberbringen. Die kennt ihr, den einen oder anderen sicherlich, und das wäre das Nächste, uns eben gegenseitig zu informieren, wo wir was gefunden haben, das auch zu belegen und zu sagen, also wenn ihr auf die und die Seite guckt, dann findet ihr vielleicht was, worauf ihr euch verlassen könnt oder was zumindest zu 90% wahr ist, und das ist ja in der heutigen Welt schon gar nicht so wenig. Die meisten Nachrichten sind zu 90% gelogen. Da kann man die Lupe nehmen und die Wahrheit suchen. Zumindest die offiziellen. Gut, damit würde ich dann ganz herzlich nochmal die Harriet bitten, vielleicht jetzt mit Verspätung das Mantra doch noch zu bringen, weil das baut uns immer so schön auf. Guten Abend. Die grandiosen Leipziger Verkehrsbetriebe haben mich ausgebremst. Teurer als Paris, aber der Service, ich weiß nicht, der ist beispiellos. Mantra für Friedensmahnwachen montags in Leipzig. Wir stehen hier, weil wir gegen jede Beteiligung der Bundeswehr an Kriegseinsätzen sind. Wir stehen hier, weil wir gegen die Produktion und den Export von Waffen und Rüstung in die ganze Welt sind. Wir stehen hier, weil wir nicht wollen, dass unsere Kinder im kriegerischen Denken erzogen werden. Wir stehen hier, weil wir uns von dieser Regierung nicht vertreten sehen. Und wir laden euch ein, eine neue friedliche Streitkultur zu leben. Eine konstruktive Streitkultur mit offenem Verstand und offenem Herzen. Eine neue Art des Zuhörens mit Neugier auf die großartigen Ideen, die die Menschen um euch herum in sich tragen. Wir möchten über Fakten reden, Neues lernen und mit Respekt auf Augenhöhe diskutieren. Dazu laden wir euch ein, im Sinne der Freundschaft, im Sinne des Friedens. Wenn man Krieg und Gewalt exportiert und daran noch verdient, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn dann deutsche Waffen und deutsches Geld eben mit morden in aller Welt. Die Kampagne Aufschrei stoppt den Waffenhandel versucht also, die Bundesregierung unter Druck zu setzen, genau in diesem Punkt, genau beim Waffenhandel. Das sind wir eine Vier-Punkte-Aktionsgemeinschaft. Jeder hat so sein anderes Steckenpferd. Ich will eben kurz was zu diesem sagen. Das wird wahrscheinlich nachher noch ergänzt in andere Richtungen. Da gibt es eine kleine Erfolgsmeldung eben dieser Kampagne. Sie hat erreicht durch eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die Bundesregierung muss zunächst mal die Parlamentarier mehr aufklären über beabsichtigte Waffenhandelsaktionen. Bisher ist das also so, der Bundessicherheitsrat, das sind neben der Kanzlerin noch die vier Minister für Verteidigung, Wirtschaft, Außen und interessanterweise Entwicklung, die sitzen zusammen und die entscheiden über Waffenexporte. Das heißt, das Parlament wird nicht gefragt, das Parlament wird nicht beteiligt. Wir träumen natürlich nicht, dass das Parlament Waffenexporte ablehnen würde, aber es wäre immerhin ein Platz, wo man mal darüber diskutieren würde. Und zwar offiziell und wo es dann auch in die Öffentlichkeit kommt, das ist eben nicht der Fall und dafür wurde die Bundesregierung gerügt. Ob und wann sie was umsetzt, ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Unser Wirtschaftsminister Gabriel hat ja ganz schlimm geschimpft über Waffenhandel und gesagt, er will das ja eigentlich nicht mehr machen.
er würde sogar lieber den Waffenhandel beenden. Er muss ja, weil das noch Verträge sind aus der alten Regierungszeit von Schwarz-Gelb. Mittlerweile hat er seine Meinung wohl wieder geändert, denn jetzt gibt es eine Kampagne, die sagt, Herr Gabriel, bleiben Sie bei Ihren Worten von vor 2 Monaten. Wir nehmen Sie bei diesem Wort. Wir schreiben Ihnen eine E-Mail und erinnern Sie sich daran, was Sie damals gesagt haben. Bleiben Sie dabei und stimmen Sie keinen neuen Rüstungsexporten zu. Auch weiterhin. Was wir auch nicht erfahren in der Presse, es gibt jede Menge Aktionen, so wie die Montagsmahnwachen, das verfolgen wir noch, das kriegen wir mit. Aber es gibt jede Menge Aktionen gegen Rüstung, gegen Rüstungsexporte, gegen Rüstungsproduktion, mit Pauken und Trompeten, gegen Drohnen und Raketen. Das war ein Aktionstag am Bodensee in Überlingen am 31. Oktober. Sehr erfolgreich vor einem Rüstungsbetrieb mit den Argumenten der Friedensbewegung gegen Rüstungsexporte. Gebracht hat es keine größere Zeitung. Wer sich unrühmlich in Richtung Rüstungsexporte öfters mal verlautbart, ist die IG Metall. Die nämlich diskutiert heftig, ob Rüstungsexporte nun wirtschaftsfördernd sind und damit gut für eine Gewerkschaft und ob man nicht Rüstungsbetriebe doch noch mehr arbeiten lassen sollte, damit wir eben Arbeitsplätze haben in Deutschland. Aber selbst in der IG Metall ist dieses Thema nicht unumstritten. Und es gibt Kollegen innerhalb der IG Metall, die klar sagen, nein, Rüstungsexporte und Rüstungsproduktion gehört nicht zu den Aufgabenbereichen einer Gewerkschaft, da auch noch irgendwelche Leute zu unterstützen. Und ganz eindeutig hat das der DGB gesagt auf seinem letzten Kongress auf Antrag der GEW. Da gab es Entschließungen der Gewerkschaft, die ganz eindeutig waren. Und muss nur eigentlich die IG Metall daran erinnern, dass sie die auch mal umsetzen sollte. Nicht so schön, Kraus Megmann Maffei, eine der größten Rüstungsschmieden der Bundesrepublik, liefert Panzer in die Ukraine. Da steht eine hohe Nachfrage und man kann da gute Geschäfte machen. Dass die Ukraine ein Krisenland ist, braucht man eigentlich keinem zu erzählen. Da dürften keine Waffen hingeliefert werden. Die Realität sieht anders aus und die Bundesregierung, die stimmt diesen Rüstungsexporten zu. Außerdem will der Rüstungskonzern Rheinmetall demnächst Kriegsschiffe bauen, weil auch da lässt sich prächtig dran verdienen. Immerhin, sogar der Bund der deutschen katholischen Jugend hat sich in einem offenen Brief an die Verantwortlichen in Kirche, Staat und Gesellschaft gewandt. Die fordern eine vorbeugende Außenpolitik und den Verzicht auf Waffenexporte. Ja, also Aktion Aufschrei, da kann man sich informieren, was denn so rüstungsaktuell hier läuft, wogegen man bei Gelegenheit auch was machen könnte. Ja, und dann haben wir gesagt, neue Gesprächskultur, jetzt seid ihr dran. Okay, danke. Es ist ja nun eine Friedensmahnwache. Ich wollte nur noch mal sagen oder mal hinterfragen, wer führt eigentlich? Warum führen Nationen eigentlich Kriege? Ja, die wollen sich Ressourcen, Bodenschätze und Macht sichern. Um nichts weiter geht es. Und dafür haben sie Geld. Geld, was unten fehlt. Das ist das eine. Das nächste, was ich mal fragen möchte, wie viel Vergangenheit verträgt eigentlich unsere Zukunft? Und da musste ich ja nur wieder feststellen, bei den ganzen Feierlichkeiten, es gibt ja immer noch Leute, die die Parolen von gestern uns erzählen. Leider ist das so. Und leider sind auch solche Leute, leider sind sie heute nicht hier, vorige Woche da gewesen und haben mich aufgefordert, sie ziehen mir das Fell über die Ohren, wenn ich hier erneut auf dieser Demo oder auf anderen Veranstaltungen rede. Ich frage mich, ist das die Art des Friedens, die man hier versteht? Der Frieden beginnt hier auf der Straße. Das andere ist alles wichtig hier, Syrien und was da ist. Aber hier beginnt er. Die Regierenden hier im Rathaus zum Beispiel haben ja auch schon wieder Bockmist gebaut. Die haben schon wieder 1 Million genehmigt für den Katholikentag 2016.
Uns hat danach keiner gefragt. Dafür haben die eine Million Geld über. Damit beginnt es. Und es geht weiter. Es gibt hier auch einen Politiker, Feiertag heißt der Mann. Der hat schon vor einem halben Jahr erzählt, wir brauchen in Leipzig für den Nahverkehr, damit wir ihn erhalten können, eine Zwangsgebühr von 20 Euro. Jeder, also auch der Säugling und der Rentner im Altenheim, soll dann 20 Euro für den Erhalt des Nahverkehrs bezahlen. Ich frage mich, ist dadurch nicht der innere Frieden, der Frieden in dieser Stadt gefährdet durch solche Leute? Die wissen sehr genau, was sie tun. Wenn man mal durchrechnet, wenn jeder Leipziger diese Zwangsgebühr bezahlen soll, damit er mit der Straßenbahn oder mit dem Bus fahren kann, machen die Verkehrsbetriebe einen Bombenreibach. Uns fragt keiner. Und das war bei der GEZ so. Und die werden sich noch andere Sachen einfallen lassen. Und ich denke, das ist der Grund, warum wir hier auf die Straße gehen müssen. Wir sind 89 auf die Straße gegangen, weil es solche Missstände in der DDR gab. Nur diese Missstände gibt es doch heute immer noch. Oder die haben nie aufgehört zu existieren. Und deswegen habe ich die Frage gestellt, wie viel Vergangenheit verträgt unsere Zukunft? Darüber müssten wir mal reden. Und der regionale Bezug, gerade was den Frieden angeht, der ist sehr, sehr wichtig. Und wenn wir in unseren eigenen Reihen Leute haben, die meinen, sie müssen immer noch, weil jemand seine Meinung frei am Mikrofon äußert, rumstenkern und andere Leute verbal bedrohen und so weiter, dann kann ich nur sagen, Prost Mahlzeit, dann werden wir nie friedlich zusammenleben können. Ich danke. Ja, ich sende euch Grüße aus dem Friedensforschungszentrum Tamera in Portugal, aus dem ich hier angereist bin. Haben gerade ein Netzwerkwochenende hier in Leipzig gemacht und wollten die Chance nicht ausgehen lassen, mal bei der Montagsdemo vorbeizuschauen. Danke für eure Arbeit und danke auch für die Erklärung am Anfang. Unsere Arbeit in Portugal ist nicht nur bezogen auf die Ökologie, auch wenn das ein wichtiger Teil ist. Wir forschen an einem Zukunftsmodell, weil wir sehen, dass die Menschheitsentwicklung auf unserer Erde nicht nur eine Krise im sozialen Bereich hat oder eine Krise im ökonomischen Bereich, sondern wir stehen vor einer Krise unserer gesamten Zivilisation. Die Krisengebiete sind so untrennbar miteinander verbunden, dass es fast unmöglich geworden ist, Einzelthemen rauszugreifen und sie einzeln zu lösen. Und deswegen fangen wir an mit dem Aufbau einer Friedensperspektive, indem wir Modellzentren schaffen, indem wir forschen, wie ein gesamtes Friedensmodell aussehen könnte, was wegweisend sein könnte für eine Zukunftsperspektive des Friedens. Gestern war der 9. November, vor 25 Jahren ist die Mauer gefallen und damals haben die Gründer des Projektes von Tamera, die waren in West-Berlin und haben ein Flugblatt geschrieben, wo der Satz oben drüber stand, der Revolution im Osten muss jetzt die Revolution im Westen folgen. Und ich glaube, dieser Satz gilt heute mehr denn je. Wir stehen auf der Spitze einer Entwicklung von einer Kriegsgesellschaft. Die zieht sich durch alle Bereiche und allein wenn man seinen Kühlschrank aufmacht und hineinschaut in die Artikel, die da drin sind, sieht man ein Leid, was man sich wahrscheinlich nicht mehr vorstellen kann und gleichzeitig eine Entwicklung von einem immer weiter sich ausbreitenden totalitären Mechanismus von Ländern, ein Land nach dem anderen, was destabilisiert wird, einer Freihandelszone, die hinter verschlossenen Türen geplant wird. Und die Frage ist, wie bekommt die Friedensbewegung die Kraft, um einen wirklichen Ausweg zu sehen und eine Alternative zu kennen? Und ich glaube, es ist heute wirklich an der Zeit, den Aufschrei der Empörung zu verbinden mit einer wirklichen Alternative, mit einer Diskussion und einem Gespräch darüber, wie kann denn eine Gesellschaft aussehen, die frei ist von Gewalt, eine Gesellschaft, die frei ist von Angst? Und in diesem Zusammenhang
auch nochmal die Frage, der Kapitalismus, den wir angreifen müssen, wurzelt nicht nur in den politischen und ökonomischen Strukturen, obwohl es natürlich sehr wichtig ist, die anzugehen und zu kritisieren und Alternativen aufzuzeigen. Der Kapitalismus wurzelt auch im zwischenmenschlichen Bereich. Wir können sagen, die Angst zwischen Menschen ist der Stützpunkt des Kapitalismus in uns. Es ist Angst, die diese Gesellschaft durchzieht wie ein untergründiges Programm. Misstrauen, Eifersucht, Krisen auf allen Ebenen. Und wir Menschen haben es verlernt, wie man eigentlich friedlich zusammenlebt. Und ein Ausweg aus dem Kapitalismus und eine Friedensbewegung, die die Kraft hat, aus diesem System auszusteigen, braucht die Kraft eines angstfreien Handelns in Verbindung mit menschlicher Solidarität. Hier liegt der Kern für einen Ausstieg aus diesem System und auch eine Kraft, die Frieden attraktiver macht als die Bilder, die projiziert werden auf den Werbetafeln. Und so arbeiten wir an einer Wiederherstellung von Vertrauen. Und ich glaube, Vertrauen ist ein Wort, was sich langsam auch in das politische Gespräch integrieren könnte. Denn in einer Gesellschaft, die so sehr auf Angst beruht und mit Angst Politik macht und durch Angst Menschen gegeneinander aufhetzt, ist Vertrauen nicht mehr nur ein seelischer Begriff, sondern ein politischer Begriff. Denn um Vertrauen herzustellen, müssen wir alle gesellschaftlichen Strukturen fundamental umkrempeln. Ja, und so, danke. Und ich möchte einfach euch einladen zu einem Gespräch über die Möglichkeit einer neuen Zukunft und auch zu sagen, dass, es wurde vorhin erwähnt, die ökologische Arbeit, der Krieg, der weltweit geführt wird gegen die Erde, gegen die Natur. Und neben aller Zerstörung haben wir aber auch in unserem Zentrum gesehen, mit welch leichten Methoden es möglich ist, diese Erde, diesen wunderbaren blauen Planeten wieder herzustellen, wieder zu heilen. Was für ein riesiges Potenzial an Regenerationskraft in dieser Erde lebt. Und diese Erde wird blühen, wenn wir nicht mehr den Gesetzen des Kapitals, sondern den Gesetzen des Lebens folgen. Und alle Menschen werden genug Wasser, Energie und Nahrung haben und alles, was sie brauchen, wenn wir die Logik des Lebendigen wieder verstehen. Und stellt euch vor, es gibt eine Bewegung weltweit, die diese Perspektive kennt, die so in Verbindung ist mit dem Lebendigen, dass wir Autonomie schaffen können für diese materiellen Grundbereiche, dezentrale, autarke Systeme und Autonomie im Inneren, weil wir untereinander eine Kraft der Solidarität und des Vertrauens gefunden haben, in der die Kralle des Systems, der Mechanismus von Teile und Herrsche nicht mehr einschlagen kann. Eine solche Bewegung ist unbesiegbar. Vielen Dank. So, ja, sehr aktuell. Eines der vorhin schon angesprochenen Blätter, in denen man sich vielleicht mit einigen Abstrichen, mag ja sein, aber zumindest besser informieren kann, als in denen, die mit den großen Schlagzeilen werben, nämlich die Junge Welt. Die ist die einzige, die berichtet zum Beispiel von einer Aktion, die gestern stattgefunden hat, am 9. November 2014, diesem großen Tag. Ja. Eine Aktionsgruppe 9. November 2014 hat in Berlin mitten auf dem Alexanderplatz ein fast 100 Meter langes Transparent mit meterhohen Buchstaben ausgerollt und ausgehängt, auf dem stand: In Bezug auf die Maueröffnung, diese Grenze wurde aufgehoben, damit wir gemeinsam wieder in den Krieg ziehen können. Ja, für Tagesschau hat man es nicht gesehen. Das ist doch mal eine Idee. Finde ich wunderbar. Und die Junge Welt berichtet auch über eben das, was wir gerade hier machen. Die neue Kampagne zum Friedenswinter 2014-15 bringt alte Friedensbewegungen mit den Mahnwachen zusammen.
Und das sieht doch schon mal ganz gut aus hier, wenn ich mich so umgucke. Wenn das gelingt, die alte Friedensbewegung und die Mahnwachen zusammenzubringen mit den Themen, die uns gemeinsam bewegen, dann sind wir doch auf dem richtigen Weg. Ich stelle mich mal hierher, ich bin nicht der große Redner, aber ich habe ein Gummiband mitgebracht und wollte gerne eure Mithilfe. Könnt ihr euch miteinander damit einmal anketten? In der Zeit erzähle ich euch einmal, wie das Grundgesetz der BRD entstanden ist. Vom Parlamentarischen Rat in der zweiten Sitzung in Bonn 1948 von Carlo Schmidt zum Grundgesetz. Die CDU und alle anderen Parteien wissen das sowieso nicht mehr. Seine Rede 1948 vor dem Bundestag bei der Lesung zum Entwurf des Grundgesetzes. Es ist uns aufgegeben worden, ein Grundgesetz zu machen, das demokratisch ist und ein Gemeinwesen des föderalistischen Typs errichtet. Was bedeutet das? Das erste ist, dass das Gemeinwesen auf die allgemeine Gleichheit und Freiheit der Bürger gestellt und gegründet sein muss, was in zwei Dingen zum Ausdruck kommt. Einmal im rechtsstaatlichen Postulat, dass jedes Gebot und jedes Verbot eines Gesetzes bedarf und dass dieses Gesetz für alle gleich sein muss. Und zweitens, durch das volksstaatliche Postulat, das verlangt, dass jeder Bürger in gleicher Weise an dem Zustandekommen des Gesetzes teilhaben muss. Nun erhebt sich die Frage, soll die Gleichheit und Freiheit völlig uneingeschränkt und absolut sein? Soll sie auch denen eingeräumt werden, deren Streben ausschließlich darauf ausgeht, nach Ergreifung der Macht die Freiheit selbst auszurotten? Also, soll man sich künftig so verhalten, wie man sich zur Zeit der Weimarer Republik zum Beispiel den Nationalsozialisten gegenüber verhalten hat? Da, auch diese Frage wird in diesem hohen Hause beraten und entschieden werden müssen. Ich für meinen Teil bin der Meinung, dass es nicht zum Begriff der Demokratie gehört, dass sie selbst die Voraussetzung für ihre Beseitigung schafft. Das Zweite, was verwirklicht werden muss, wenn man von demokratischer Verfassung im klassischen Sinne des Wortes sprechen will, ist das Prinzip der Teilung der Gewalten. Was bedeutet dieses Prinzip? Es bedeutet, dass die drei Staatsfunktionen, Gesetzgebung, ausführende Gewalt und Rechtsprechung, in den Händen gleichgeordneter, in sich verschiedene Organe liegen, und zwar deswegen in den Händen verschiedener Organe liegen müssen, damit sie sich gegenseitig kontrollieren und die Waage halten können. Als drittes Erfordernis ist das Bestehen einer demokratischen Verfassung, gilt im Allgemeinen die Garantie der Grundrechte. Der Staat soll nicht alles tun können, was ihm gerade bequem ist, wenn er nur einen willfährigen Gesetzgeber findet, sondern der Mensch soll Rechte haben, über die auch der Staat nicht soll verfügen können. Die Grundrechte müssen durch das Grundgesetz regieren. Sie dürfen nicht ein Anhängsel des Grundgesetzes sein, wie der Grundrechtskatalog von Weimar ein Anhängsel der Verfassung gewesen ist. Diese Grundgesetze sollen nicht bloße Deklamation, Deklaration oder Direktiven sein. Nicht nur Anforderungen an die Länderverfassung, nicht nur eine Garantie der Länder, Grundrechte, sondern unmittelbar geltendes Bundesrecht, aufgrund dass jeder einzelne Deutsche, jedes einzelne Bewohner unseres Landes vor dem Gerichte soll Klage erheben können. Dies ist inzwischen alles aufgehoben. Inzwischen kaufen sich ja die Rechtsanwälte in einem Amtsblatt Leipzig ein, zum Urteil des Landgerichts mit Beschluss jetzt betreffender Pfändungsgrenze auf einer Mietpreis gemäß Mietspiegel von 5,79 Euro pro Quadratmeter, zuzüglich 2,50 pro Quadratmeter für Betriebs- und Heizkosten und 45 Quadratmeter Wohnfläche, was den Einzelnen hier in Leipzig zusteht, unter SGB 2 und 12 abgestellt. Sicher auch Wohngeldgesetz. Die Anerkennung des Urteils sei aufgrund der staatlichen Gewaltenspaltung zwischen Verwaltung und Sozialgerichte, nicht durch das § 1 des Bundesverwaltungsgesetzes, in dem nämlich erstmal die Würde Menschenwürde wiederhergestellt ist, nicht darauf abgestellt, als tonangebend, entgegen der rechtsstaatlichen Waage zum Grundgesetz mit dem Einigungsvertrag, zum gesetzgeberischen Gewalt, rechtsprechende Gewalt und ausführende Gewalt. Mit den parteiisch bestellten Richtern, Aussage habe ich vorliegend vom Bundesverfassungsgericht von 1986 und Bundesgerichtshof vom Februar 1990, das sind alles Aussagen vor dem Einigungsvertrag. Durch Bundes- und Landtagsabgeordnete werden die bestellt ohne Zulässigkeit von Ausnahmegerichten. Das ist der Artikel 101 des Grundgesetzes. In Diktatur der Deklamation und Deklaration. Solange sich noch genügende willfährige Helfer finden, sind sie nicht bindend.
Die Rechtsanwälte zwischen Verwaltung und Sozialgerichte getrennt handelnd im Handelsgesetzbuch und Abzocke zum vorhandenen Menschenhandel darstellt. Ordnungsgeld als willkürliche Klageerhebung von 1.000 Euro sind inbegriffen. Als Gewinner zum Erhalt ist Transsexualität von BRD und EU in Gestaltung einer Homo-Ehe des männlich definierten Grundgesetzes und EU-Grundrecht und Subsidiarität. So viel stehe ich nämlich da mit einer Brust, mit einer Tanga, weil die Frauen alle nackt sind. Die Kosten müssen nicht übernommen werden, da das Land Sachsen als öffentlich-rechtlicher Träger in Verbindung mit dem Bund die Verwaltungsanordnung und Bestimmung bei den Kosten der Unterkunft in Zuordnung fungiert. Dessen Land Sachsen die Zuschüsse der Kosten der Unterkunft an die Städte und Gemeinden überweist und im Trio der Stadt LWB als freier Wohnungsrahmen und Jobcenter ohne Anspruch auf Mietminderung in Abbaugebiet des sozialen Wohnungsbaus der DDR unter alten Mietspiegeln aus dem untersten Segment und veralteten Energie, wie heißt das, Energiepasta, den es da gibt, was der energetische Sanierung ist, na? Und als ohne Einbindung des Katasteramts, Liegenschaftsamts und Grundbuchsamts im Vermögenszuordnungsgesetz vom Sozialamt erstellter Mietspiegel als alleiniges Kartell diene. Mit dem Wohngeldgesetz, § 8, bestand noch bis 2008 das Gebäudealter, Baujahr und Ausstattung. Und seit 01.01.2009 ist der Wegfall nach § 12 zuzüglich Aufhebung des Mietrechts gegeben, in den luftleeren Raum gefüllt. Vorsicht, das ist alles eine Verbraucherfalle. Eine Aufarbeitung der Treuhandvermögens, Grundbuchvermögenszuordnung nach Volksvermögen als Bedienungsladen der BRD mit Einigungsvertrag, Liegenschaftsamt und Kartell in der wohnungspolitischen Städtebauentwicklung im Zuge einer bezogenen doppelten Erbschafts- und Schenkungssteuer wegen Todesfalls. Wir sind ein Todesfall bezüglich des Staatsangehörigkeits- und Personenstandsgesetzes. Bis 2020 die vollständige Enteignung vorbereitet, dessen mit Einigungsvertrag die Gebäude 1935 bewertet wurden und Altlasten von rundem Boden des Volkseigentums der DDR deklariert wurden. Man muss ein bisschen die Geschichte kennen, um da ein bisschen weiter rauszukommen. Die Gebäudeversicherung in Neuwertberechnung 1914 als Grundlage diene. Somit Rückübertragungsansprüche in doppelter Ausführung mit Mauerbau und Mauerfall, die Entschädigungen ausgefallen sind und zusätzlich Ausbeutung des sozialen Wohnungsbaus der DDR in Mietpreisanpassung in Wiederholung von Flucht und Vertreibung zur Zivilbevölkerung der DDR, wie geschichtlich vormals Polen, Sudetenland, böhmischen Länder, Tschechei, serbischen Territorium, Ungarn, böhmischen Territorium, Ungarn, Rumänien, Kroatien und Serben, Slowenien und Baltikum unter dem NS-Regime. Heute für uns in den Gleichschaltungsgesetzen von willkürlich gesetzlichen Übergriffen, Morde, Hinrichtung, Vergewaltigung, Enteignung und Repressalien unter Hartz IV als Totenberg-Gesetz mit fehlender Aufarbeitung von Treuhand- und Soli-Zuschlag in Verweigerung und NS-Aufarbeitung, darunter Verfassungsschutz- und Sicherheitsüberprüfungsgesetze gegen das eigene Volk einsetzt. Das hat man in Stuttgart 21 zum Beispiel gesehen. In Verbindung mit Todesfallerklärung in DDR-Abstammung und Heimat, Verlust zum Staatsangehörigkeitsgesetz und Personenstandsgesetz in Unzulässigkeit von Ausnahmegerichten und vom Gesetzgeber veranlasste Aushebelung des Bundesverfassungsgerichts in Bindung aller staatlichen Organe. Das habe ich schriftlich. Ich habe mehrere Klagen beim Bundesverfassungsgericht laufen, unter anderem auch eine Wahlgesetzklage. Eine geschaffene diktatorische Parteien- und Wahlgesetzgebung und genetische Selbstbedienung in Rechenschaft der Bundeswahlordnung ohne Identifizierung. Man nehme sich mal zum Beispiel, die Bundeswahlordnung unterscheidet zwischen Männern und Frauen, obwohl das Grundgesetz männlich ist. Und wie viele Frauen sind daran beteiligt? Kannst du dir ausmalen? Nichts. Ohne Identifizierung vor allen Dingen. Und obwohl ich noch zur Bundestagswahl eine Anfechtung laufen habe, ist inzwischen auch die EU-Wahl gelaufen. So viel dazu, da muss ich noch mal weiter klagen. Im Deal der Parteiangehörigen hier von Schulz und Juncker als Wahl. In Zulässigkeit von Abgeordneten, alle Plätze wechseln sich, ohne Volksidentität im Freiheitsentzug, Demokratiezulässigkeit, zum Beispiel vor Ort die Zulässigkeit von Bürgerbegehren nach § 25 Absatz 3 Sächsische Gemeindeordnung und nationalen Sozialgesetzgebung, abschiebehaft in die EU, die Rechte der Kinder,
billigen Inkaufnahme des Tötenberg Gesetzes und Mord aller ehemaligen DDR-Bürger und ihrer Abkömmlinge als vertriebene, staatenlose Individuen ohne genetische Ausweisung der Sklavenpfand und EU-Soldaten, zum Beispiel auch bei Dr. Mengele in der Untersuchung der Jobcenter, und Zwang als Tötungsgesetz, Mütter- und Frauenprostitution in Freigabe. Das ist wahr. Das ist wahr. Was ist denn genetisch? Bist du männlich, weiblich, transsexuell? Du findest gleich raus, dann komm her, red mit mir. Mütter- und Frauentransprostitution, sie ist ja völlig freigegeben, sie ist ja nicht gelogen. Die Kindsmisshandlung, da gehörst du vielleicht mit runter, zeig mal deinen Ausweis. Ja, zeig mal den. Der ist bei deinem Arbeitgeber. Wer ist denn der? Die BRD GmbH. Dann kommen wir weiter, ja. Im EU-Menschenhandel ohne Rechte, ne? Lenore? Ja, spielen wir Lenore? Ein eigener Neger ohne Rechte. Unter Bundeszwang, Artikel 37 und Artikel 31 des Grundgesetzes. Bundesrecht spricht Landesrecht. Ja? Und unter bestehenden Personalgerät Heimatverlust in EU-Casino, der Politiker-Deals, als Bewohner des Bundesgebiets, als Völkerrecht nach Artikel 25 legalisiert wurde. Na, als genetisch, natürlich, biologisch, unverschollene, beseelte Menschenperson oder sensorischen, erfinderischen Definition der BRD erleben und zu funktionieren haben. In Registrierung und Berichterstattung der BRD auf nationaler und internationaler Ausführung steht auf, wir sind das Volk, leben unverschollen, natürlich und friedlich. Als Konsument und Sklave sind wir willkommen. In der Binnenkonjunktur, die Individuen ohne genetischen Pass und als Ersatzteillager dient, und als Empfänger von Hartz IV, BAP oder BAföG, die Märchenumsatzsteuer in den letzten 10 Jahren mit ca. 7.000 Euro monatlich, 50, 60 Euro, zurück in den Steuertopf der BRD lieferte. Das sind die 7.000 Luftballons, die in Berlin losgeschossen sind. Ach, da sind noch einige. In der schwarzen Politik ist nach Artikel 33 allen Staatsbürgern die gleichen Rechte und Pflichten aufgegeben. Also, Ingo, das Schwarzfahren ist inbegriffen im Umweltticket. Dazu lade ich euch gerne allein. Jede Klasse ist inbegriffen. Warum ich das tue? In Unterstützung bedürftiger Bürgern stelle ich einen staatlichen Gewaltschutzantrag, dessen in Ablehnung der diktatorisch geschaffenen Hoheitsrechte der BRD-Gesetzgebung zur öffentlichen rechtlichen Gewalt nicht bereit war, die immerhin steuerfreien Gerichtsgebühren zu zahlen und entgegen meiner Zustimmung nun digital allerdings nur mit dem Aktenzeichen im Zuge eines Amtshilfeersuchens in Niedersachsen zur Föderalismusreform 3 Jahre im Länderportal ganz legal öffentlich angeprangert wäre, im Zuge weiterer Enteignung auf ARD und ZDF und Deutschlandradio, wenn ich auch keinen Fernseher habe, samt Adresse zur weiteren Diebstahleinladung. Zu Risiken und Nebenwirkungen rufen Sie bitte zur Kontrolle die bundesweite Rufnummer 115, den Krankentransport an, da Sie unter einer Überdosis politischen Koks leiden. Wie sagte Herr Müntefering oder Münzefering, als ehemaliger Beteiligter im Sozial- und Arbeitsministerium so schön, es sei unfair, einen Politiker an seinen Taten zu messen. Also lassen wir jetzt Taten ermessen. Mein Haus, mein Boot, mein Tod. Wer als Herr, Mann, nicht Frau und Kind, nicht schützt, dem verdient meine Ehre nicht. In Abnahme der Polizei in Bad Pyrmont mit Umzug am 25.11.1995 durch Flucht in ist der Ausweis der DDR abgenommen worden, der 20 Jahre Gültigkeit hatte, in Vorbereitung einer gezielten Änderung des Personenstandsgesetzes, dessen Ausreisevisum bis 10. Mai 1990 bestand und ohne Volksbeteiligung ein Einigungsbeitritt beschlossen wurde. Ich ordne deswegen auch an, ja, ich komme zum Ende. Ich möchte, dass ich im Zuge der Todeserklärung die Personenstandsverordnung wiederherstelle oder die Einreise in die DDR wieder beantrage, damit ich jetzt Schluss mache für heute. Leichte Ratlosigkeit. Und dann fällt mir ein, als ich noch so ein kleiner Stift war, sagt meine Großmutter zu mir: Götz, lache nicht, es muss auch solche geben. Also bitte der Umgang miteinander. Also wirklich die große Bitte, fasst euch ein bisschen kurz. Das ist
kalt, viele wollen was sagen, bringt es ein bisschen auf den Punkt, spitzt ein bisschen zu und seht zu, dass er vielleicht mit 3 Minuten auskommt. Ich weiß, es brennt euch vieles auf den Nägeln, aber es ist manchmal schwierig, dann wirklich die Zeit zu opfern und zuzuhören. Okay, Ukraine ist der nächste große Schwerpunkt seit langem, da haben wir gleich 2, die dazu was sagen möchten. Also bitte nochmal, fasst euch kurz, damit es nicht endlos wird. Danke. Ja, hallo, ich bin der Martin. Einige von euch kennen mich schon und ich wollte heute was zur Ukraine sagen, aber auch dann noch im Abschluss zu dieser Medienverblendung, zu den einseitigen Berichterstattungen hier in Deutschland. Und mir hat doch Gabi Weber noch geschrieben, da erzähle ich nachher noch was dazu. Und eins vorweg, das werde ich am Ende noch mal weiter ausgehen, auch noch ausschüttern. Die OSZE, das kam in unseren Massenmedien gar nicht, hat dieses Wochenende bestätigt, dass es Massengräber gefunden wurden in der Ukraine. Nein, die hat es gefunden, dann bist du vielleicht am Lügen. Es ist eindeutig geschrieben bei RIA Novosti, sie haben sie gefunden, die Massengräber, sie wurden bestätigt mit dem Schild gestorben für Putins Lüge, womit die Täter ganz eindeutig klar sind. Das war die ukrainische Nationalgarde und die Faschisten dort. Und da gibt es auch noch viel weitere. Zum Beispiel hat die OSZE auch bestätigt, dass der letzte Angriff, der Angriff, bei den 2 Jugendlichen in der Ostukraine gestorben sind, dass diese beiden Jugendlichen durch die ukrainische Nationalgarde beschossen wurden und deswegen gestorben sind. Das hat sie bestätigt. Und das, meine Quelle ist RIA Novosti, und die glaube ich eher als irgendwelchen anderen Lügnern des westlichen Systems. Und du hast sie mal nicht zu stören, du kannst hier mitreden und diskutieren, aber nicht dazwischen schreien. Das ist keine Gesprächskultur, das ist einfach asozial. Zum Beispiel, um auch wieder auf diese Ukraine-Lage wieder zurückzukommen, muss ich ja eins zitieren, hat bei RIA Novosti, haben sie veröffentlicht, dass der russische Beauftragte für Menschenrechte des Außenministeriums gesagt hat, Konstantin Dovgov heißt er, wir fragen, warum die westlichen Länder bei den himmelschreienden zahlreichen Verletzungen gegen die Menschenrechte in der Ukraine schweigen und sich über ihre internationalen Verpflichtungen aus entsprechenden Konventionen und Abkommen hinwegsetzen. Und genau so sieht es aus. Genau so wird es jeden Tag gemacht und so wird es auch vom Chef, vom ehemaligen Chef Willy Wimmer, das ist nun wirklich kein Linker, der war bei der CDU, der hat die OSZE geleitet, da wird das auch so bestätigt. Und zwar darf ich hier vorlesen, Willy Wimmer über die Desinformation und Kriegshetze vom 26.07.2014. Unsere Presse ist absolut unzugänglich für Fakten und stellt sich nicht einmal die einfachsten Fragen, wie jene, warum nicht Russland, aber die USA bislang Satellitenbilder veröffentlicht haben. Oder warum die USA auf die russische Pressekonferenz mit Aufnahmen auch der Radarüberwachung in Rostov reagiert, Satellitenbilder von russischem Militärstützpunkt in Rostov als Beweis für Unterstützung der Volksmilizen anzuführen. Immerhin ist Rostov in Russland. Man wird ja wohl noch auf die eigenen Staatsgebiete Militärbasen haben dürfen. Und so geht das hier durch und durch. Willy Wilmer hat hier wirklich eine ganz viel dazu veröffentlicht und hat hier auch ganz eindeutige Statements dazu getroffen. Die kann man noch alle im Internet lesen. Zum Beispiel ist auch sehr wichtig, dass diese ganzen Sanktionen erst mit dem Abschuss von MH17 begangen hat und dass sich jetzt im Nachhinein die Informationen verdichten, dass gleichzeitig Putin mit einem anderen Passagierflugzeug unterwegs war im gleichen Luftraum in der Ukraine und sie dann ein Flugzeug abgeschossen haben. Muss wohl Zufall gewesen sein. Und des Weiteren habe ich hier noch viel mehr. Und zwar Donetsk. Die Donetsker, warum werden zum Beispiel der Bundesnachrichtendienst als vertrauenswürdige Quelle immer wieder aufgeführt und da wird gesagt, MH17 würde von den bösen Rebellen abgeschossen oder Separatisten. Aber
die Donetzer Volkswehr, die ist keine vertrauenswürdige Quelle. Da frage ich mich, wer wurde denn von den Faschisten gegründet? Die Donetzer Volkswehr oder Bundesnachrichtendienst? Und wer hat schon immer Fehlinformationen geäußert? Das waren doch die Leute vom Bundesnachrichtendienst. Und die sind für keine Schandtat bereit gewesen. Ich sage ja immer Bundesnazidienst. Und der Herr Gehlen hat es gegründet, da kannst du nur drum lachen, weil dein Wissen dir nichts anderes zulässt. Ja, das stimmt. Und was ich sagen wollte, genau. Die Donetzer Volksrepublik hat am 31. Oktober veröffentlicht, um eine Information aus dieser Region zu kriegen, wurde veröffentlicht weiterum auf Ria Novosti, dass sie 286 Frauenleichen gefunden haben, die vorher vergewaltigt wurden und die alle aus dem Gebiet kamen, was von dem ukrainischen Nationalgarde beherrscht wurde, wo Dnepr 1, das Bataillon dort, geherrscht hatte. Und 400 Frauen verschwunden waren. Das sind die Praktiken der ukrainischen Nationalgarde. Da kann man sehen, mal ganz abgesehen davon, dass sie das Feuer auf die ukrainischen östlichen Rebellen eröffnet haben und in ihrer Dörfer und Städte mit Artillerie bombardiert haben und diese Menschen dort angreifen, weil sie eine andere Meinung haben, weil sie eine andere Sprache haben und weil sie Föderalisten sind. Sie wollen gar nicht dieses Land teilen, das stimmt gar nicht. Dass es Separatisten sind, sie haben gesagt, sie wollen eine Föderation, also ein Föderalismus ist den ihr Plan und nicht Separatismus. Alles nur die Lügen unserer Massenmedien, die gekauft sind, die gekauften Journalisten, wie es Udo Ulf Kotte beschreibt und wie es schon damals in den 70ern, 60ern und 50ern war, mit Sicherheit. Kann ich nur weiterempfehlen, YouTube. Mal angucken, bei Rush gibt es hochgeladen, Udo Ulf Kotte eingeben bei Udo und dann findet man das Gespräch, das Interview dort mit Russia Today, was die Lage der Massenmedien hier im Westen beschreibt. Sie sind nämlich gekauft, sie schreiben das, was ihnen die NATO-Geheimdienste vorgeben und das haben sie schon lange so gemacht. Und es gibt natürlich ein paar, die nicht gekauft sind, aber das sind die Dummen, das sind die Jungen. Das sind die, die keine Ahnung haben. Und die, die Ahnung haben, die werden rausgeschmissen. Oder die gehen wie Udo Ulf Kotte nach 25 Jahren und dann wird er als Lügner diffamiert. Genauso ist es mit Gabi Weber, das, was ich noch anbringen wollte, auch auf jeden Fall noch. Gabi Weber, das ist eine ARD-Korrespondentin und da kannst du wieder nur drum lachen. Die hat in den 70ern, hat die nämlich aufgedeckt, dass die ganzen Altnazis, oder 80er spielt, glaube ich, keine Rolle, dass die ganzen Altnazis aus den 40ern von Adolf, nämlich, also relativ viele ja nach Argentinien sind, das wussten ja wir schon alle, aber dass viele von denen dort noch eine Arbeit hatten auf dem Papier, nämlich von Mercedes hat sie dann aufgenommen und da haben sie ein Jahresgehalt von 15.000 D-Mark bekommen, noch so als Rente. Das hat sie aufgedeckt, hat eine Reportage drüber gemacht und dann hat das ARD und ZDF sie gekündigt. Besser gesagt, hat ihr das nicht veröffentlichen lassen und damit ihr Lebenswerk kaputt gemacht und ihr Repertoire als Journalist, quasi ist das ein Berufsverbot. Sie versucht das heute noch zu veröffentlichen, aber sie kommt nicht dazu, weil sie gehindert wird von der ARD, von der ZDF. Und sie hat mir hier geantwortet, das will ich mal vorlesen, auch am 31. Oktober war ich ein bisschen stolz, weil es ein Erfolgserlebnis für mich gewesen, dass endlich mal auch jemand antwortet, jemand unterstützt. Ja, also ich habe gesagt, dass sehr viel Verdummung hier in Deutschland stattfindet, deswegen dann Leute dumm lachen und Leute auslachen und angreifen, anstelle sich mit denen zu unterhalten und aktiv zuzuhören, das können sie ja nicht, weil die Aufmerksamkeit und Intelligenz nicht vorhanden ist. Und zwar ist es, hat sie gesagt, ja, ich finde auch, dass die Verblödungsmaschine voranschreitet. Ich arbeite gerade einen Dokumentarfilm, natürlich wird niemand den veröffentlichen über Desinformation. Ich nehme Ihr Angebot an, ich wollte das ja verbreiten, diese Dinge zu verbreiten, gerne an. Wir haben nämlich in der Zeit vom Internet Möglichkeiten, die wir schon lange nicht ausgeschöpft haben. Über meine laufenden Prozesse sind Sie sicher über meine Homepage informiert. Sie hat eine Homepage, geht bitte drauf, Gabi Weber, mit Y wird sie geschrieben. Es ist zufällig eine in Ungnade gefallene ARD-Korrespondentin, zahlt bitte keine GEZ mehr für diese Propaganda. Widerstand ist unser Recht. Und in einem Verbrecherstaat, in einem Unrechtsstaat, ist es sogar unsere Pflicht. Sie ist unsere Pflicht, Leute. Ja, super.
Ja. Ja, man merkt es richtig, wie er dabei ist mit Herz und Seele, uns hier was zu erzählen. Aber trotzdem die Bitte, fasst euch bitte kurz. Es wird nicht wärmer in Deutschland in den nächsten Monaten. Und wenn wir es ja schaffen, wollen wir uns ja nicht gegenseitig noch die letzte Kraft abgraben. Also kurz fassen, kurz und prägnant, bringt's rüber. Das nächste Mal ist nochmal Ukraine. Übrigens auch die russischen Staatsmedien sind irgendwo gekauft. Ne? Machen wir uns da nichts vor, aber zumindest berichten sie im Moment in diesem Punkt wahrheitsgemäßer als die meisten Deutschen. Das kann man feststellen, ohne jetzt eindeutig sich zu einem bekennen zu wollen. Ja, hallo. Ich möchte etwas kurz sagen zu den Wahlen in der Ukraine vom 26. Oktober. Eigentlich sollte laut Gesetz, ukrainischen Gesetzen, das Wahlergebnis heute bekannt gegeben werden. Aber aufgrund vieler Streitereien, Einsprüche, wird das alles mindestens noch einen Monat dauern, die Bekanntgabe. Aber ich kann etwas sagen zu dem bisherigen Stand der Auszählung. Und ich nehme an, das wird sich nicht so viel ändern. Ja, von Poroschenko wurde ja diese Wahl als großer Erfolg bezeichnet und die EU und die USA haben diese Wahl als ganz toll bezeichnet, als fair und demokratisch. Ja, man muss erst mal sagen, die Wahlbeteiligung war knapp über 50%, glaube ich 52%. Das war die schlechteste Wahlbeteiligung überhaupt in der Ukraine, seitdem die Ukraine aus der Sowjetunion ausgetreten ist. Also so eine geringe Wahlbeteiligung war noch nie. Und das liegt nicht daran, dass also die Teile in der Ostukraine, die von den Kräften der Volksfront beherrscht werden, dort nicht teilgenommen haben. Diese Wählerstimmen sind gleich von vornherein abgezogen worden. Ja, die haben gar keine Wahlbenachrichtigung bekommen auch. Ja, und ich möchte sagen, dass also diese Wahlen sehr unfair waren. Die beiden einzigen waren Oppositionsparteien, die Kommunistischen Partei und die Partei der Regionen wurden massiv behindert. Ihre Mitglieder wurden verprügelt und öffentlich gedemütigt. Die Reden in der Rada wurden ständig von den faschistischen Kräften durch Prügelattacken unterbrochen und beendet. Die Partei der Regionen hat deshalb auch aus Protest nicht an dieser Wahl teilgenommen. Die Kommunisten haben teilgenommen. Es hat aber ein Oppositionsblock teilgenommen, der also angeführt wurde von einigen führenden Mitgliedern der Partei der Regionen. Und ja, was ist dazu zu sagen, zu dem bisherigen Stand der Ergebnisse? Die sogenannte Volksfront von dem Premier Yatsenyuk kam auf etwas über 22% und der Block Poroschenko etwas unter 22%. Die sogenannte Partei Selbsthilfe, eine ganz kurzfristig gegründete Partei, die regional vor allen Dingen auf den Bereich von Lwów, jetzt Lwów, beschränkt ist, kam auf knapp 11% und der Oppositionsblock auf knapp 10%. Und weiterhin sind im Parlament vertreten die radikale Partei des, man sagt immer, Rechtspopulisten, aber man muss auch noch dazu sagen, des Sadisten, der gerne politische Gegner quält, vor der Kamera auch, kam auf 7,5% und Timoschenko
auf 5,5%. Ja, die faschistischen Parteien oder Blöcke, Svoboda und der rechte Sektor, blieben unter der 5%-Hürde. Das ist einer der Protestpunkte, die hier aufgetreten waren. Diese beiden rechtsradikalen und faschistischen Parteien protestieren, da angeblich Putin die Wahl gefälscht hätte in der Ukraine mit Unterstützung oder ohne Gegenwehr der Regierung. Deshalb seien sie unter 5% geblieben. Ja, es gibt auch Anfechtungen der Wahl. Zum Beispiel der Block von Frau Timoschenko protestiert gegen den Block von Poroschenko wegen Wahlfälschungen. Und es wurden auch Videoaufnahmen gezeigt im Internet von Privatpersonen, von Mitgliedern konkurrierender Parteien aufgenommen, wo also bei Briefwahlen Gelder ausgezahlt wurden für die richtige Wahl oder Päckchen mit Nahrungsmitteln. Ja, das ist also die sogenannte demokratische Wahl. Und ja, also es gibt also auch ganz große Auseinandersetzungen zwischen Poroschenko und Jatsenyuk. Poroschenko hatte sich erhofft, ich möchte noch erwähnen, seine Zustimmung war ja bei den Präsidentschaftswahlen noch 54% und jetzt also unter 22% inzwischen. Ja, und dabei hat ihm noch Klitschko geholfen, dessen Partei viel größer ist als der von Poroschenko. Dessen Mitglieder haben ihn unterstützt und Klitschko war sogar Spitzenkandidat dieses Blockes Poroschenko, obwohl er schon vorher gesagt hat, er will gar nicht in die Rada, sondern er bleibt Bürgermeister, also ein sehr komisches Verständnis. Ja, wir sehen also hier die Kluft zwischen Ost und West wird eben noch tiefer und das liegt natürlich daran, dass sich die Kiewer Regierung immer mehr beliebt macht, in Anführungsstrichen, bei ihren Landsleuten, in Anführungsstrichen, im Osten, durch die vielen Kriegsverbrechen, aber auch dadurch, wie sich die Besatzer, insbesondere zum Beispiel der Nationalgarde dort aufführen, zum Beispiel eben in Mariupol wird immer wieder berichtet, wie sich diese Besatzer dort aufführen. Sie sind das ist also typisch für diese Entwicklung, dass sie dort sehr oft Diebstähle machen, betrunken sind, Menschen belästigen, ja, sich Alkohol klauen und friedliche Leute verprügeln. Also die machen sich immer beliebter und kein Wunder, auch in Mariupol, das also von den Faschisten besetzt ist, haben nicht Poroschenko oder andere gewonnen, sondern eben dieser Oppositionsblock. Das also dazu, ja, vielleicht Poroschenko sieht natürlich, dass er hatte über 35% erhofft, aber es sind unter 22% geworden und er muss sich einigen mit Jatsenyuk. Ja, zusammen haben sie nicht mal 45%, das reicht noch nicht zu. Also dort gibt es noch eine Eiszeit im Moment zwischen den beiden. Die haben mehrere Tage nicht miteinander gesprochen. Ja, sie müssen also noch den Block von Frau Timoschenko mit hinzunehmen. Das ist immer noch unter 50%. Und dann wollen sie noch die Partei Selbsthilfe mit hinzunehmen. Aber diese Partei fordert ein klares Regierungsprogramm und da diese vier Parteien, die dann knapp über 50% kommen würden, ja, so viele verschiedene Ansichten haben, wird das also, weiß man nicht, wie das zustande kommen soll, dieses Regierungsprogramm. Ja, das wollte ich dazu sagen, zur Information mal. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Thema Wahl am 26. Oktober.
Und zwar, was der Chef des Oppositionsblocks Juri Bojko gesagt hat, noch am Tag der Wahl abends. Er sagte, in der Geschichte des Landes gab es noch nie so schmutzige Wahlen in Bezug auf die Opposition wie dieses Mal. Die Wahlen, der Wahlkampf war gekennzeichnet dadurch, durch das Monopol der herrschenden Macht und, in den Medien. Und das äußerte sich darin, dass alle oppositionellen Kräfte, ob von der kommunistischen Partei oder Oppositionsblock oder anderen kleineren Parteien, die Menschen diffamiert wurden, gehindert wurden, Wahlveranstaltungen durchzuführen, bis hin zur physischen Verfolgung. Was noch interessant war, am Mittwoch vor den Wahlen hatte Präsident Poroschenko den Befehl gegeben, die Heizungen anzustellen in Kiew. Ich habe ja hier schon öfters darüber berichtet, über diese Probleme mit der Heizung, dass die Leute sozusagen immer warten sollten, vertröstet wurden, bis es wieder warm wird in den Wohnungen. Das ist ein ganz großes Problem, weil es ja wirklich nachts schon ziemlich kalt ist. Und wie gesagt, 3 Tage vor den Wahlen gab es auf einmal warme Heizkörper. Und danach wurde das wieder ausgestellt. Da gab es jetzt große Protestaktionen, sowohl in Charkow als auch in Odessa, weil es keine Heizung gibt, zum Teil auch kein Strom. In Odessa wird immer mal der Strom abgeschaltet und in Charkow geht es sogar so weit, dass die Leute kein Wasser haben. Und zwar deshalb, weil die Wasserwerke die Stromrechnung nicht bezahlt haben. Die Menschen in den Wohnungen, die einzelnen Haushalte, die haben ihre Rechnung immer bezahlt. Aber diese Betriebe haben Stromrechnung nicht bezahlt und deswegen wird ihnen das Wasser abgeschaltet. Und deswegen gibt es sehr viele Protestaktionen zurzeit in solchen Städten wie Charkow und Odessa. Ja, wer ist jetzt in der Rada drin? Wo, nur ganz kurz möchte ich das erwähnen, wodurch das geprägt ist. Ich möchte nicht jetzt eingehen auf diese Parteien, in welchen Strukturen die sind, sondern wodurch das überhaupt geprägt ist. Es sind einmal sehr viele Oligarchen und deren Helfershelfer drin, zum Beispiel die Oligarchen hier Taruta und andere. Und dann sind, was auch sehr nachdenkenswert ist, viele Vertreter extremer rechter Kräfte drin. Zum Beispiel ist der Chef des rechten Sektors Jarosch als Einzelkandidat gewählt worden. Und dann haben sich auch zur Wahl gestellt die Kommandeure der privaten Strafbataillone. Also zum Beispiel der Semyon Semenchenko und auch der Kommandeur von dem Strafbataillon Aidar. Die haben im Bürgerkrieg ja gekämpft im Donezbecken, haben Morde an Zivilisten befohlen. Und deren Bataillone haben in weiten Bereichen Menschenrechtsverletzungen begangen. Und jetzt sind sie in der Rada vertreten, also im zentralen Parlament. Und das ist auch so, dass die untereinander sich auch noch spinnefeind sind, zum Beispiel auch mit dem Chef der radikalen Partei, Ljaschko. Die bekämpfen sich gegenseitig, wollen sich, sobald diese Rada anfängt zu tagen, wollen sich dort gegenseitig erstmal verprügeln, bis hin zu Androhungen, dem haue ich das Auge aus und solche Sachen. Also solche Leute sitzen da jetzt im zentralen Parlament. Und da geht natürlich die Sorge um, ob die nicht ihre Meinung, also ihre wirklich sehr militaristisch geprägte Meinung, auch dem Parlament aufzwingen können, weil sie ja ihre militärischen Kräfte auf der Straße hinter sich haben. Und wie sehr sie die mobilisieren können, das wurde ja schon mehrfach gezeigt, indem sie die Regierung unter Druck gesetzt haben, wenn es um bestimmte Gesetze ging oder bestimmte Dinge, die die Regierung oder die Rada dort machen sollte. Eigentlich möchte ich zum Waffenstillstand noch mal was sagen. Der gilt ja seit 5. September. Er ist in erster Linie ein Waffenstillstand auf dem Papier. Er wurde nie richtig eingehalten. Im ersten Monat, zum Beispiel vom 5. September bis zum 8. Oktober, da gibt es eine Zahl von der UNO. Durch diesen ständigen Beschuss mit Artillerie kamen 331 Zivilisten, also Zivilpersonen, um. Das sind Männer, Frauen, ältere Leute. Und das alles während des Waffenstillstandes. Das ging so den ganzen Oktober weiter, in Donetsk und Umgebung, aber auch an anderen Punkten der Trennlinie. Die ukrainischen Kräfte, also die Artillerie, zusammen mit Nationalgarde und den vom rechten Sektor, die sitzen fest in Avdiivka und Pesky, das ist also nördlich und nordwestlich von Donetsk, und beschießen von dort aus die Stadt. Und dann gab es auch immer Artillerieangriffe bei Debaltseve und ab der 2. Oktoberhälfte auch wieder nördlich von Lugansk. So, dann haben am 2. November die Wahlen stattgefunden in den Parlamenten zur Donetsker und Luganska Volksrepublik.
Und die Ministerpräsidenten standen durch Direktwahl zur Wahl. Also ich sage Direktwahl. Es gab eine sehr große Wahlbeteiligung, sehr lange Schlangen. Es wurde abends bis 22 Uhr gewählt in Donetsk, Lugansk und in vielen kleineren Städten auch. Es gab sehr viele Wahllokale wurden eingerichtet. Da haben sie wieder große Improvisationskunst bewiesen, weil ja die Bedingungen sehr schwierig sind unter den ganzen Bedingungen der Zerstörung durch den Bürgerkrieg. Dann waren zu diesen Wahlen auch angereist internationale Beobachter und das ist interessant. Da kamen zum Beispiel zwei Personen aus Prag, jemand kam aus Italien, aus Bulgarien, aus Griechenland, aus den USA war jemand da, Österreich und andere Länder. Die beiden aus Tschechien, die kamen als Erste und sie sind dann sozusagen per Land in die Städte gefahren und waren erschüttert, als sie die Zerstörung gesehen haben dort und konnten sich das gar nicht vorstellen, beziehungsweise haben gesagt, dass es schwer vorstellbar ist, dass wieso hier die ukrainische Regierung die eigene Bevölkerung beschießt und solche Zerstörungen anrichtet. Mehrere unter diesen internationalen Beobachtern waren ja Abgeordnete des EU-Parlaments, zum Beispiel auch der Italiener, und der sagte, er ist jetzt auf die schwarze Liste gesetzt worden von der ukrainischen Regierung in Kiew. Das würde ihm sehr leid tun, aber er hat es als seine Pflicht angesehen, hierher zu kommen und zu sehen, wie die Wahlen verlaufen. Und hinterher haben sich mehrere von diesen Beobachtern geäußert als Ergebnis, dass diese Wahlen und die Organisation der Wahlen sehr gut verlaufen sind und dass das internationalen Standards entsprochen hat. So, während der ganzen Zeit des Waffenstillstandes, der ist ja auch heute eigentlich offiziell noch gültig, lief die Rüstungsmaschinerie der Ukraine, der ukrainischen Regierung auf Hochtouren. Sie haben die Panzerfabrik in drei Schichten arbeiten lassen, die Armeeeinheiten neu zusammengestellt, große Militärtransporte dorthin organisiert. Und nachdem diese internationalen Beobachter abgereist waren, ging es gleich weiter mit verstärkt, nur mit dem Artilleriebeschuss der ganzen Orte, nur mit verstärkter Wucht und auch in viel mehr Ortschaften. Also eigentlich zieht sich das in der ganzen Region hin, von Donetsk über viele Punkte an der Trennlinie bis hin nach Osten zu dem Ort Stanitsa-Luganska, der sich nördlich von Lugansk befindet. Da wurden viele Panzereinheiten dafür eingesetzt seitens der ukrainischen Regierung. Wieder der Mehrfachraketenwerfer Grad und auch Uragan, sowieso Minenwerfer. Und dann wurde jetzt auch festgestellt in den letzten Tagen, dass dort Raketenabschussrampen aufgestellt wurden für eine Rakete, die heißt Squad. Die hat genauso eine große Zerstörungskraft wie die Rakete Tochka U. Das ist die, hatte ich schon mal erzählt, wo die eben einschlägt. Da ist ein Bombentrichter entsteht da, wo ein ganzes Haus drin verschwinden kann oder ein fünfstöckiges Gebäude wird durch eine Rakete vollkommen zerstört. Es ist eine unglaubliche Druckwelle entsteht da und nun noch so eine andere ballistische Rakete, also alles Waffen, die überhaupt komplett verboten sind nach Genfer Konvention, sowieso gegen die eigene Bevölkerung und auch überhaupt gegen Zivilbevölkerung anzusetzen. Es gab jetzt wieder viele Verletzte, sehr schwer Verletzte, Menschen, die übersät sind mit Splittern in ihren Körpern, auch viele Tote. Das Beispiel von den beiden Jungs, die erschossen wurden auf dem Sportplatz, von 6, die anderen 4 sind auch verwundet. 2 davon sehr schwer, die Ärzte haben lange um deren Leben gerungen und 2, ein 14- und ein 17-Jähriger, sind tot. Dann wurde auch am gleichen Tag, am 5. November, ein 10-jähriges Mädchen getötet, zusammen mit der Oma, die waren in einem Wohnhaus in der Kleinstadt Kirovsk und 10 Minuten vorher war noch eine Nachbarin bei ihnen, die hatten zusammen Tee getrunken und die war weggegangen und dann wurde mit einem Artilleriegeschoss dieses Wohnhaus getroffen und die beiden waren sofort tot, also das Mädchen und die Oma. Ständig werden wieder beschossen und viel massiver, also die Wohnhäuser, Schulen, Fabriken, die Gasleitung, die Heizwerke. Und jetzt auch noch andere Schulsportplätze, also das war nicht der einzige Fall, wo die beiden Jungs getötet wurden. Und da stellt sich für mich wieder die Frage, wo sind eigentlich diese vielen internationalen Hilfsorganisationen, die es gibt. Eine Frau wurde also so gefilmt, die Leute haben ja überall auch ihre Telefone mit und filmen die Leute, die sagte, ja,
vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, da gab es mal so einen Fall, wo im Donetsker Gebiet Hunde getötet wurden. Da kamen sie aus dem Westen alle gleich an mit Labor und mit großen Untersuchungen. Was denn hier los? Wie können denn hier die Hunde, die Straßenhunde getötet werden? Und jetzt werden eben die Kinder, die ukrainischen Kinder im Donetsbecken getötet. Und das interessiert überhaupt keinen und niemand kommt hin. Ich möchte daran erinnern, das Internationale Rote Kreuz hatte ja gerade angefangen, da wirksam zu werden. Und am 2. Oktober wurde aber ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes getötet. Und dann haben sie gesagt, sie kommen vor November nicht wieder hin. Jetzt haben wir schon den 10. November und ich habe noch nichts davon gehört, dass irgendeine Hilfsorganisation dort eingetroffen ist. So einen kleinen Trost gibt es noch. Zumindest gibt es ein Nachdenken bei einigen Beamten und Abgeordneten in der EU, im Parlament und auch unter den Angestellten dort darüber, ob es denn richtig ist, der Ukraine so sehr zu helfen mit Geldern und auch moralisch und politisch, ob es richtig ist, denen in Kiew immer zu glauben, was sie da so zu erzählen und ob nicht die vielleicht das nur ausnutzen, dass die EU sie so unterstützt und ob man das vielleicht nicht nochmal überdenken sollte. Also zumindest stimmt der Nachdenklichkeit. So, soweit zur Charakterisierung der Ukraine. Nur ein paar kurze Infos für euch. Und zwar vielleicht mal ein Literaturtipp, weil gerade das Thema EU und Ukraine anklang. Ich möchte euch ein Buch ans Herz legen, welches ich vor kurzem durchgelesen habe und welches ab Seite 76 so richtig interessant wird, weil dann kommen die harten Fakten auf den Tisch. Und zwar heißt das Reden an die Deutschen, Wladimir Putin. Gesammelte Reden von 1999 bis Mai 2014. Dieses Buch ist sehr aufschlussreich und es wird euch die Augen öffnen und es wird euch auch... Ich hoffe auch zum Handeln bewegen. Das zweite ist, ich wurde gerade gebeten, euch zwei Leaks zu stecken. Der eine Leak ist, die meisten haben es sicherlich noch nicht gehört, es gab in diesem Lande einen Mediziner, der interdisziplinär tätig war, über 40 Jahre lang. Sein Name war Dr. Walter Mauch. Ich wiederhole diesen Namen, Dr. Walter Mauch. Dieser Dr. Walter Mauch wurde am 22. 23. Oktober in seinem Haus von der Polizei erschossen, von einem Polizisten. Die offizielle Begründung lautete, die Polizei wurde zu einem Ehestreit gerufen. Das Fatale daran, die Ehefrau war gar nicht zu Hause. Und alle Mainstream-Medien haben diese Information unter der Decke gehalten. Warum wohl? Dieser Walter Mauch hat sehr viele Bücher zum Thema Gift in unserem Essen und Gift unter unseren Schultern. Also er hat die Pharmaindustrie und die Kosmetikindustrie wiederholt angeklagt und hat sich dafür eingesetzt, ein selbstbestimmtes, naturnahes Leben zu führen und nicht diesen Fraß zu uns zu nehmen und zu konsumieren, was uns Pharma und was uns Agrarwirtschaft immer so vorsetzen und verkaufen wollen. Und das ist offensichtlich diesem Dr. Walter Mauch zum Verhängnis geworden. Er wurde jedenfalls, so sage ich es, unverblümt am 23. oder 22. Oktober ermordet. Na, es gibt mittlerweile da auch andere Begriffe dafür. Er wurde verbaschelt oder er wurde verheißigt oder vermüllemannt. Sie kennen die ganzen Sachen. Leute, die im System standen oder gegen das System kämpfen, die werden dann verunfallt auf die eine oder andere Weise. Verselbstmordet sozusagen. Na? Und die dritte Info, die ich euch geben will, ihr könnt gern im Netz recherchieren. Es gibt einen Präsidenten der Bundespolizei, mit dem Namen muss ich jetzt etwas hausieren gehen. Ich glaube, er heißt Peter Reimann. Der hat vor einigen Wochen ein Interview im Netzradio gegeben. Die Regierung, die sogenannte geschäftsführende Regierung, solle der Bevölkerung endlich reinen Wein einschenken und solle die richtigen, die korrekten Zahlen zum Thema Einwanderung auf den Tisch legen. Weil den Kommunen steht das Wasser bis zum Hals. Und sie verwalten nur noch das Problem und werden derer nicht mehr Herr. Und die Bundespolizei kann nur noch reagieren statt agieren. Dankeschön. Hallo. Bevor ich was zu meinem Thema, das ich ansprechen wollte, sage, möchte ich zu Martin. Martin, richtig.
Martin hat vorhin gesprochen von den Alt-Nazis in Argentinien, die für Mercedes-Benz oder andere BRD-Firmen gearbeitet haben, offiziell oder inoffiziell. Martin, ich wollte dazu ergänzen, diese Leute, die haben zwar für westdeutsche Firmen gearbeitet oder offiziell und von denen Geld gekriegt zum Unterhalt dort, aber vergiss nicht, dass sie in diesem besetzten BRD für die Amerikaner gearbeitet haben und spioniert. Ja, also das ist nicht direkt die BRD schuld. Die BRD ist nur ein Flugzeugträger von USA und die haben im Auftrag der Geheimdienste der Amerikaner gearbeitet. Und übrigens, an der Stelle möchte ich mit erwähnen, Martin, es ist eine Tradition in Deutschland, egal von nationalsozialistischem Regime oder vom kommunistischen DDR-Regime, dass man nach Südamerika flüchtet. Ich erinnere an Margot Honecker, die in Chile lebt, in einer schönen Villa und von der BRD eine Rente überwiesen kriegt auf ihr chilenisches Konto jeden Monat von 1600 Euro. Also Hand in Hand, die ehemaligen Nationalsozialisten und die ehemaligen Kommunisten aus Deutschland wandern immer nach Südamerika. Zweite Sache, was ich erwähnen wollte, und übrigens, die werden dort überall schön aufgenommen. Ja. Zweite Sache, es wurde angesprochen über der Ukraine, dass dort Wahlfälschung stattfinden oder stattgefunden haben. Man braucht nicht so weit zu reisen, um Wahlfälschung zu erleben. Vor ein paar Tagen in den Nachrichten war der Fall in Sachsen-Anhalt in einer kleinen Stadt, wofür die Kommunalwahl dieses Jahr die ganze Briefwahlzettel ausgetauscht worden sind. Und damit hat der CDU-Kandidat ein unglaubliches starkes Ergebnis, was Briefwahlzettel betrifft. Und er ist jetzt zurückgetreten, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Und ich möchte nur dabei dazu sagen, es ist nur die Spitze vom Eisberg. Seit Monaten sage ich immer am Mikro, wir sollten nach Deutschland und nach Europa überhaupt OECD-Beobachter einladen, in alle Wahlbüros die Wahlen zu beobachten, weil wir leben auch in Bananenrepubliken in Westeuropa und nicht nur in Osteuropa und nicht nur in Afrika und in anderen Ländern werden Wahlen betrogen. Und jetzt, was ich ursprünglich ansprechen wollte. Gestern habe ich gesprochen vor dem Kanzleramt in Berlin und kaum ist eine Nacht dazwischen schon vorbei, dass Leute hier von ihrem Handy mir die Hetze im Internet gegen meine Person und was ich angesprochen habe, zeigen. Das Beispiel, was mir gezeigt worden ist, war von dieser Internetplattform, die ich bis jetzt nicht kannte, Telepolis. Sie bezeichnen mich als ein Namenslose mit starkem französischen Akzent sprechende, sich selbst als schwulen vorstellenden Mensch, der über Einwanderung gesprochen hat. Und sie vermischen die Veranstaltung vor dem Kanzleramt wissentlich, absichtlich und vorsätzlich mit einer Demo, mit welcher wir nichts am Hut haben und nichts zu tun haben, die publikumlos, erfolglos vor dem Reichstag stattfand gleichzeitig und das waren die Reichsdeutschen. Und ich appelliere immer die Leute von der Montagsdemo und ihr Publikum, sich fernzuhalten von diesen Spinnern, weil unter den Reichsdeutschen gibt es viele Idioten, die wahren Tatsachen mit falschen Informationen mischen und daraus ein Brei machen, das die Leute irreführt. Und als Beweis dafür, dass wir in der Montagsdemo richtig liegen und diese Reichsdeutschen Spinner sind, kann ich euch Folgendes liefern. Über diesen Spinner Klassen und sein Konsorten wird immer öfters im Fernsehen berichtet. Vor kurzem um den Xavier Naidoo zu diffamieren, aber allgemein um die Montagsdemos zu diffamieren. Und diese Taktik gibt es
seit gestern in Telepolis auf Internet. Man benutzt die Reichsbürger, um uns zu diskriminieren und diffamieren und in die rechte Ecke zu schieben. Und ich sag euch, der Beweis, dass wir richtig liegen und diese Leute falsch liegen, ist, dass das Fernsehen über diese Leute berichtet und damit indirekt für diese Leute Werbung macht und dabei uns diffamieren. Über uns wird nie im Fernsehen gesprochen oder was gezeigt. Und das ist der Beweis, dass wir richtig liegen in unserer Kritik am System. Weil wir richtig liegen, verschweigen sie uns, zeigen sie uns nicht in der Öffentlichkeit, weil sie Angst hätten, indirekt für uns dadurch Werbung zu machen. Und jetzt das Thema, wo alle sich immer fürchten, dass ich ans Mikro komme. Das Thema, was ich gestern angesprochen habe, es geht um die Flüchtlingspolitik und die Einwanderung. Ich erinnere daran, dass mein stark französischer Akzent aus Frankreich stammt. Für die Leute, die noch Zweifel haben an meiner Staatsangehörigkeit bei Telepolis. Und ich komme aus einem Land, wo ich seit 23 Jahren weg bin und ich musste erleben 2002, wie die Front National, die zweite stärkste Partei hinter der französischen CDU von Chirac, im zweiten Wahlgang allein an der Stelle von Sons, der sozialistische SPD-Partei, die im Jahr 2002 Regierungspartei war. Und es bringt nichts, wenn Leute hier sagen, dass die Franzosen Rassist und Faschisten sind. Die Leute reden immer über ein Land, das sie nur aus Postkarten und Berichten kennen, aber das sie nicht so kennen wie ich. Und selbst bei mir gibt es inzwischen Defizit, weil ich seit 23 Jahren in Deutschland lebe und nicht in Frankreich. Aber es ist ein Warnzeichen gewesen 2002. Und scheinbar hat es der französischen Politik und ihrer Klasse nicht gereicht. Wir haben erlebt dieses Jahr, wie für Europawahl die Front National nicht diesmal die zweite stärkste Partei war. Ich erinnere daran, dass diese Partei 1972 gegründet worden ist, 4 Jahre nach meiner Geburt, und dass diese Partei in den Bereich von 0,1% sich bewegte. Ich habe erlebt in den 80er, wie diese Partei über die 10% kam. Ich habe erlebt, wie diese Partei die drittstärkste Partei wurde. Ich habe erlebt aus der Distanz, wie sie übers Fernsehen 2002, wie diese Partei die zweitstärkste wurde 2002. Und ich habe, wie sie dieses Jahr erlebt bei der Europawahl, wie diese Partei die stärkste Partei Frankreich wurde mit 25%. Und ich werde immer als Faschist, Rassist, Nazi beschimpft. Nur weil ich wage, trotz Diktatur der Politik Correctness in diesem Land, das Wort Einwanderung oder Flüchtlingspolitik und Integrationspolitik in den Mund zu nehmen. Und es muss aufhören, dass sofort, wenn jemand wie ich diese Themen anspricht, man erschlagen wird durch diese antifaschistische Keule, die in Deutschland ständig benutzt wird, um Leute mundtot zu machen. Wer dieses Thema nicht anspricht und wer sich mit dieser Thematik nicht auseinandersetzen will, aus Linksextremen und anderen politischen Scheuklappen, wird damit Verantwortung tragen, wenn in 20 Jahren in Deutschland eine AfD oder rechtsextreme Partei auch solche Ergebnisse wie in Frankreich erreicht. Und ich bin da, um zu warnen. Und ich wurde immer deswegen diffamiert. Die Politik in Frankreich ist erkrankt an Symptomen, die die deutsche Politik auch inzwischen kennt. Erstmal keine richtige Unterscheidung zwischen falschen sozialdemokratischen Parteien, die nicht mehr sozialdemokratisch sind, und restkonservative kapitalistische Partei, die Hand in Hand abwechselnd an der Regierung
nach ein paar Jahren Wahlen dieselbe Politik führen. Und wir haben in Frankreich erlebt mit der Front National, was jetzt erlebt wird mit der AfD seit letztem Jahr und sehr stark dieses Jahr, dass selbst die linksextremen, traditionell kommunistische Parteiwähler in Frankreich oder Linken in Deutschland die AfD wählt. Ihr seid in derselben Entwicklung und ich möchte davor warnen. Frankreich hat die stärkste muslimische Gruppierung in der Bevölkerung in ganz Europa. Und ihr seid auf demselben Weg. Und ihr seid auf demselben Weg. Und ich bin nicht da, um zu hetzen, wie manche mich immer titulieren. Ich bin da als jemand, der weiß, was es ist, Ausländer zu sein in einem Land, wo man lebt, wie ich gerade in diesem Land. Ich weiß, was es ist, ständig wegen meinem Akzent und meinem Nicht-Deutsch-Sein beschimpft als scheiß Kanak oder angegriffen zu werden. Und seit einem Jahr werde ich von zwei Seiten angegriffen. Von Rassisten Deutschen, wie jetzt letzte Woche auf dem Bürgersteig der Straßenbahn, Bahnsteige vor dem Bahnhof, wo ein Typ um die 55, 60 Jahre mir sagte, du bist Franzose, du hast hier kein Recht. Andere, die viel grober mich als scheiß Kanak, du hast hier nichts zu suchen. Und andererseits werde ich von Linksextremen als Nazi beschimpft. Ja, also ich bin Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Übrigens, hier läuft ein Marienkäfer auf der Stange des Mikros. Das ist mein Glücksträger, also gib mir bitte darum 3 Minuten. Folgendes. Ich beobachte in Deutschland, wie diese Asylpolitik eigentlich keine Asylpolitik mehr ist, weil man spricht von Integration, von Deutschsprachunterricht und von Arbeitserlaubnis. Ich erinnere daran, Asyl ist ein hohes Gut in der Verfassung oder Ersatzverfassung in Deutschland und es ist für eine vorübergehende Zeit, solange diese Leute unter Lebensgefahr in ihren Ländern leben würden. Und wenn die Situation sich verbessert hat, normalerweise kehren sie in ihren Länder zurück. Wir erleben in Deutschland, wie eine neue Partei wie die AfD zur Welt gekommen ist und wie immer mehr Leute den Rücken kehren, nicht nur zu den traditionellen Möchtegern-Volksparteien, aber auch allgemein zum Wahlsystem und zur Demokratie. Und wer das nicht kapiert als Warnhinweise, genauso wie diese Demos in Köln oder seit 3 Wochen heute für die 4. Woche in Dresden, dann wird er staunen in ein paar Jahren, was aus Deutschland wird. Für mich sind diese Demos und die AfD nur die Symptome von einer Krankheit. Und diese Krankheit, die wird verschuldet von dieser Möchtegern-Volkspartei, die an der Macht sich abwechseln oder große Koalitionen zusammenführen und die viele Themen nicht mehr bedienen und ansprechen. Erstens aus dem Grund der Diktatur der Politikkorrektness. Und zweitens, weil sie verlogen sind und manche Tatsachen nicht gern ihre Bevölkerung gegenüber offen ansprechen. Und es ist eine gefährliche Entwicklung. Und diese Partei und diese Demos stoßen in einem freien Raum, was die traditionelle Politik längst verlassen hat. Und die Bürger fühlen sich ignoriert in ihren Problemen. Frau Göring-Eckardt von den Grünen hat Freitag im Bundestag eine Rede gehalten anlässlich des 25. Jubiläums des Mauerfalls und sie hat Folgendes gesagt. 25 Jahre, es ist eine verdammt lange Zeit. Seit dem Fall der Mauer in diesen 25 Jahren sind 20 Millionen Leute nach dem Fall der Mauer in Deutschland geboren. In diesen 25 Jahren nach dem Fall der Mauer sind 22 Millionen Ausländer nach Deutschland zugewandert. Und sie hat noch gesagt, in diesen 25 Jahren seit dem Fall der Mauer sind 17 Millionen deutsche Bürger ausgewandert. Also, 22 Millionen Ausländer zugewandert, 17 Millionen Deutschen ausgewandert, 20 Millionen neue geborene Bürger, Deutsche und Ausländer, ihr könnt zusammen rechnen und die Entwicklung beobachten. Und jetzt in dieser Entwicklung
wo solche Demos stattfinden und die AfD immer stärker wird, versucht die Politik, uns die Asyl- und Flüchtlingsmenschen als Einwanderer unterzubringen. Und ich kann nur davor warnen, es wird noch mehr Ressentiment, Rassismus schaffen, weil Einwanderung ist eine gute Sache, wenn man die sozial-wirtschaftliche, gesellschaftliche Rahmenbedingungen dafür haben und wenn es in eine bestimmte Zahl läuft. Sonst kann man nicht mehr von Integration sprechen. Und in Ländern in Europa mit Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit immer mehr Ausländern, die erstmal von unseren Sozialleistungen leben, das ist eine gefährliche Brandherdvorbereitung. Und deswegen ist es wichtig, solche Themen anzusprechen, bevor es zu spät wird, weil die Ghettoisierung und Balkanisierung in Europa wird irgendwann zu einem Bürgerkrieg führen, wenn diese Politiker nicht die Folgen ihrer Politik länger als ihre Nasenspitzen planen. Und deswegen sollte man offen darüber reden. Und ich bin kein Rassist, ich bin es müde, es immer zu sagen. Ich habe viele Freunde aus allen Ländern, aus allen Religionen, auch viele muslimische Freunde. Und weil ich muslimische Freunde habe, weiß ich, dass in der muslimischen Gemeinde in der Roscherstraße viele Leute ein Problem damit haben, dass diese andere Gemeinde in der Nähe eine Moschee bauen darf, während sie das bis jetzt nicht könnten, mit ihrer riesigen internationalen Anzahl an Mitgliedern in ihrer Gemeinde und in einem hässlichen DDR-Plattenbau hausen. Und man sollte das bedenken. Letzte Sache. Eine Sendung lief vor 2 Monaten bei Dreisat unter dem Titel Marseille, Hauptstadt der Kriminalität. Ich habe das natürlich geguckt als Franzose. Sie zeigten, dass dort über 50% der Bevölkerung ausländisch ist, von Abstammung oder von Staatsangehörigkeit. Die Bürgermeisterin ist eine integrierte, aus Algerien stammende Frau, gleichwertig. Und sie zeigten, dass letztes Jahr, 2013, 9 Personen auf offener Straße mit Kalaschnikow hingerichtet worden sind. Nicht gleichzeitig, das sind 9 Einzelfälle. Die Polizei ist überfordert, die muss gegenüber Leuten und Mafia, die mit Kriegswaffen bewaffnet ist, mit ihrer Dienstwaffe, ihr Leben riskieren. Die französische Regierung von Hollande hat letztes Jahr deswegen 200 Kriminalbeamten als Verstärkung aus Paris nach Marseille geschickt. Und ich wünsche euch in Deutschland, dass ihr diesen Weg nicht einschlägt, weil dann, ob wir Frieden wollen oder nicht, es wird uns was anderes aufgezwungen. Und ein junger Moslem sagte mir in der Schlange vor dem Postamt letzte Woche in Gulis: Wenn ich ehrlich reden darf, ich bin der Meinung, dass alle Schwulen abgeschlachtet gehören. Und er meinte, es wäre Meinungsfreiheit. Und er ist ihr geboren, ihr sozialisiert und er hat einen deutschen Bundespersonalausweis. Und ich möchte mich in Europa noch frei fühlen und frei leben und nicht am Kran hängen wie im Iran, nur weil ich homosexuell bin. Und diese Entwicklung müssen wir beobachten und zugucken, wie diese Leute hier vielleicht einen deutschen Personalausweis haben oder in Frankreich einen französischen Pass, aber trotzdem nicht wie wir Europäer denken. Und das ist gefährlich. Ja, ich wollte noch abschließend nochmal was zur Lage in der Ukraine sagen. Und zwar habe ich gesehen bei Ria Novosti, dass es jetzt Gerüchte in der Ukraine gibt, dass dieser Präsident Poroschenko eventuell von den Rechtsradikalen dort gestürzt werden soll. Und da muss man jetzt sich mal wirklich das auf der Zunge zergehen lassen. Also der Präsident, der schon vor Amtsantritt den Krieg erklärt hat und durchgeführt hat gegen diese Rebellen im Osten und die den Krieg aufgezwungen hat, die haben ja keine Offensive gemacht, sondern die Ukraine. Der soll jetzt gestürzt werden, weil er zu wenig Krieg macht. Und gerade zufälligerweise von den Rechtsradikalen, die da Westdeutschland
und die von den Grünen, von den ganzen SPD- und CDU-Leuten in unserem Staat unterstützt werden und auch vor allem von der NATO und den NATO-Geheimdiensten und der USA schon seit 15 Jahren finanziert und unterstützt werden, wie es die Frau Nuland, die Außenamtssprecherin der USA, bereits öffentlich zugegeben hat. Das findet man auch unter YouTube, man findet das alles, man muss es nur mal recherchieren. Und es steht sogar mittlerweile, stand bei Wikipedia, vielleicht haben sie es schon gelöscht, ist ja schließlich die Wahrheit. Und wie gesagt, behaltet diese Sache bitte mit dem Auge. Es wird wahrscheinlich bald dort unten wieder richtig krass zum Krieg kommen. Und ich denke, die Tendenz ist noch viel, viel schlimmer. Das ist nur der Anfang. Bald soll die ganze Gesellschaft bei uns auch in eine Kriegsgesellschaft total umgewandelt werden, damit wir alle verblendet werden und wir alle in den großen Krieg reingetrieben werden können. Oder vielleicht in 10 Stellvertreterkriege. Aber macht das wirklich einen Unterschied? Ich glaube nicht. Ich bin nicht so, dass ich total friedlich bin. Ich bin jemand, der sich auch verteidigen würde. Und ich habe den Leuten in der Ostukraine auch Geld gegeben. 450 Euro habe ich denen schon gespendet. Und von mir aus können die sich davon auch Waffen und Munition kaufen. Wenn sie damit ihre Familie verteidigen und ihr Leben, ist es denen ja gutes Recht. Und dafür bin ich in jedem Fall auch, dass sich Leute um ihr Leben, um ihr Recht zu leben und zu arbeiten, auch kämpfen dürfen. Das sollte ich noch mal sagen. Liebe Freunde, ich bedanke mich bei euch allen für eure Geduld, für eure Aufmerksamkeit, für das, was hiervon gesprochen wurde. Ich kann mir gut vorstellen, dass jeder von euch zu dieser oder einen Aussage eine andere Meinung hat und dass ihr trotzdem hier geblieben seid und aufmerksam wart. Das zeigt mir, dass die gemeinsame Basis, die wir uns gesucht haben mit dem Mantra, das ich immer vorlesen darf, dass das sozusagen der Anfang und das Ende unserer Friedensmontagswache sein kann. Eigentlich hatte ich noch ein anderes Thema, aber ich glaube, heute ist, ihr habt ja genug zugehört und ich möchte euch eigentlich auf den Heimweg mitnehmen, wenn ihr hierher kommt und uns informieren wollt oder uns eure Meinung sagen wollt, dann seid rücksichtsvoll und fasst euch bitte kurz. Ich bedanke mich nochmal und wünsche euch einen guten Heimweg und freue mich darauf, euch nächsten Montag wieder hier zu sehen. Danke.